Pressekonferenz mit dem Uli Vater und Murat Yakin. Bevor ich bei der Trainerswahl gebe, möchte ich ein ausdrückliches Dankeschön im Namen vom FCB im Stadion und von Basel United aussprechen, der heute einen sensationellen Job gemacht hat, bis in den Rasen angebracht hat, zweimal vom Schnee befreit, die ganze Tribüne befreit, eine super Aktion. So dass wir, ich glaube, den Match können austragen, wo Uli Vater was. Ja, das war ein interessantes Spiel. Ich weiß nicht, wie viel Go gegeben hat heute, aber für uns war klar, dass wir uns da haben wollen. Metzger besser als die letzten Wochen da waren in Basel. Es war ein Ohrfeigenwetter gedreht und darum war es wichtig, dass wir heute keine Ohrfeigen einfangen. Nein, im Großen und Ganzen alle zufrieden sind. Ich kann der Mannschaft nur ein Kompliment machen für die Leistung. Einzig, wenn es einen Kritikpunkt gibt. Dann ist es der, dass wir vielleicht bis zum Schluss nicht wirklich daran geglaubt haben, an den Siegestreffen. Weil Basel doch von einem schwierigen Auswärtsspiel gekommen ist. Und das haben wir gemerkt, vor allem in der zweiten Halbzeit, wo es dann nur noch über die Konter gefährlich geworden sind. Und da hätten wir vielleicht noch ein bisschen mehr auf den Treffer drücken. Aber es ist natürlich dann immer Gefahr, dass der Schuss auch hinten rauskommt, wenn vor allem Basel in der Offensive die Qualität hat, die man noch kennt. Darum im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist es ein guter Punkt. Auch ein gerechtes Resultat, meiner Meinung nach. Und weiter geht's. Dankeschön, Uli. Murat, wie siehst du das Spiel? Ich muss sagen, dass wir das Spiel an sich im Griff gehabt haben. Wir sind ein sehr viel Ballfest gehabt. Es hat durch ein bisschen Räume gefehlt, wo wir natürlich auch die gefährlichen Aktionen können setzen konnten. Es hat den gut verteidigt. Sie waren aber natürlich auch gefährlich, wenn sie natürlich in den Konter einfahren wollten. Es hat vielleicht eine oder andere Aktion gehabt, die man besser hätte ausspielen können, wo man ein bisschen präziser hätte sein können. Aber ja, es war ein Spitzenkampf, der mit Zweikampf betont war. Und am Schluss ein rechtes Unentschieden, wo wir jetzt glaube, in dieser intensiven Phase mit dem mal zufrieden sind, dass wir so ein Spiel können abliefern können. Wir konzentrieren uns auf die nächsten Spiele und es ist noch nicht verloren und die Meisterschaft ist nicht heute entschieden worden. Dankeschön. Die zwei Trainer stehen Ihnen für die Fragen zur Verfügung. Bitte ergänzen Sie das Handzeichen für das Mikrofon. Uli, erstens mal fühlst du dich als moralischer Sieger und zweitens, du hast immer davon geredet, Basel spielt in einer anderen Liga. Basel ist ein Club von einem anderen Stern. Ist Basel immer noch von einem anderen Stern? Ja, das sind sie immer, weil das kann man nicht in einem Spiel verändern. Basel hat in den letzten 10 Jahren unheimlich Aufwand betrieben, um dort hinzukommen, wo sie sind. Und jetzt wegen dem Spiel tut man das nicht alles auf den Kopf stellen. Es ist so, dass sie aus einem schwierigen, ganz, ganz schwierigen Spiel, auch positiv gestalteten schwierigen Spiel, zurückgekommen sind. Und darum ist es nicht so gewesen, dass das Basel war zu 100%, das haben wir gewusst. Und darum ja, ist es nach wie vor so. Also da ändert sich nicht an der ganzen Sache. Und die erste Frage? Moralischer Sieg? Nein, ich fühle mich auch als moralischer Sieg. Das war ein Match gewesen, im Vorfeld des Spiels schon darüber geredet. Das war ein Match gewesen von 36, wo es auch um 3 Punkte gegangen ist. Am Schluss ist es einer geworden und da sind wir zufrieden. Und jetzt gehen wir zufrieden heim und ab morgen tun wir schon den nächsten Match vorbereiten. Und das ist der FC Aarau. Das wird noch viel, viel schwieriger Match als heute. Oli, mal gut, erste Reihe. Frau Van Muri, der Uli Vortex hat gemerkt, dass bei euch dann hinterher raus nachher gekracht gehört hat. Hast du das auch so wahrgenommen? Wie hast du jetzt die ganze Energiehaushalt nach dem Spiel schon gesehen? Nein, ganz und gar nicht. Wir sind heute präsent auf dem Platz gewesen, wir sind konzentriert gewesen. Der Gegner hat nicht viel verspielt gemacht. Sie sind gut gestanden, gut organisiert sind. Und es hat die nötigen Räume gefehlt heute. Also ich bin mit der Leistung zufrieden mit dem Resultat. Und ich glaube, das müssen wir auch mal so akzeptieren, dass es so ist. Christoph Griesnich und dann nochmal der Franz Schmidt. Murat, erklär bitte, wie der Marco Streller fit
geworden ist auf das Spiel an und vielleicht auch die Entscheidung der Nemi in die Startformation zu bringen. Das ist eine überraschende Linie. Also der Marco, der ist drei Tage intensiv im Training gewesen, der hat Individualtraining und natürlich auch medizinisch betreut worden. Wenn er ein grünes Licht bekommt vom Doktor, wo wir heute Morgen auch einen Test gemacht haben, dann Ronny Marco als Captain natürlich auch laufen. Also er hat unsere Mannschaft erkennt die Situation und er wird der Mannschaft helfen und das hat er auch heute probiert, solange es gegangen ist. Er ist nicht allzu lange weg, er hat letzte Woche gespielt gehabt. Also von dem her sind wir zufrieden und es ist auch nichts Schlimmes passiert ist. Im zweiten Nenni, das haben wir langsam aufbauen. Wir sind gerade recht seine Qualitäten. Das ist ja gerade so ein Spitzenspiel, das wir gemerkt haben die Woche. Er ist gut drauf, er ist gestern gut drauf im Training. Und wir haben mal eine Chance gegeben, dass er mal von Anfang an spielen kann. Und da werden wir sicher auch ihn langsam wieder aufbauen. Das ist gerade. Er hat gute Ansätze. Es ist klar, dass die Kombination noch nicht ganz zusammenspielt in den drei Mittelfeld. Und da kann man sicher eine Freude haben. Nochmal François Rüegrig. Dann der Benjamin Steffen, NZZ. Ich wollte noch nachhaken, hinsichtlich Aufstellungen, ob es vielleicht mühsam ist, alles zu frei. Ist er nicht fit oder warum ist er nicht auf die Bank gekommen? Ich denke, das ist jetzt wichtig, dass wir uns heute auf das Spiel konzentrieren. Die dabei sind, die im Rhythmus sind. Und wir haben jetzt extrem viel Spiel, was vor uns kommt. Es geht Schlag auf Schlag. Und wir haben am 3. Zeit, uns wieder vorbereiten auf die nächste Partie. Und es kann durchaus sein, dass mit dem Alex Reis dabei ist. Weitere Fragen? Das ist sicherlich nicht der Fall. Dann wünsche ich Ihnen alle einen schönen Sonntagabend, eine gute Heimkehr und einen schönen Tag auf der Meisterschaft. Merci.